Welcome back, ihr krassen Dudes, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge WRC10 in der Karriere. Wir sind in Wales, ich habe das Spiel verlernt und ab heute geht's wieder bergauf. Heute geht die Lernkurve steil nach oben. Oder auch nicht. Mal gucken. Reifen. Ja, nee, da hauen wir speziell auf der Vorderachse nochmal hier neue Schlappen drauf. Und es geht rein. 5, 4, schön Obacht fahren. 2, 1, auf geht's. Links voll 50, rechts 5 Mittel. Sehr schön langsam fahren. Macht zu, 3 macht auf. Und links 5 kurz in rechts 4. Oh, wow, die Lenkung ist, glaube ich, ziemlich angeknackt. Du musst relativ viel lenken für einen schwachen Lenkimpuls im Spiel. Alter Vater. Bodenwelle in links 5 kurz 250. Achtung, rechts 5 in links 4 uneben 50. 250? Das waren noch keine 250. Rechts 6 macht zu, sehr lang. Eingeplankt. In links 4 macht auf lang. Und rechts 5 in links 4. Autsch. In rechts 5 in links voll. Ja. Und rechts 3 über Kuppe, Haus außen. Und links 4 macht auf. Ah, die ist der, wir gerade gefahren sind, nur zurück. Und rechts 4 macht zu. In links 3 Mittel. In rechts 3 macht auf 150. Au. Ah. Rechts 5 kurz 30. Rechts 5 Überkuppe in links voll 30. Die Lenkung will wirklich nicht. Links 4 macht zu. In rechts 3 macht zu und links 3. In rechts voll macht zu 4 kurz in links 3. In rechts 3 für links 3. Ah. Es ist sehr crashreich, aber ich glaube. Momentan sind wir gut dabei. In rechts 4 Mittel macht zu. Und links 4 kurz macht auf. Und rechts 4 innen halten. Ah, die Lenkung. Oh, die Lenkung ist wirklich miserabel. Und links 3 in rechts 4 200. Rechts 4 Mittel in links 5 lang. Die 200 war jetzt gefühlt länger als die 250 davor. Das ist wirklich, es ist gerade echt schlimm. Und rechts 6 macht zu 5. In links 5 macht auf zum Ziel. Einfach schlimm. Gruselig schlimm. Unangenehm schlimm. Aber na gut, weiter geht's. Wir haben nichts gut gemacht. Wow. Wie ging das denn? Aber wir waren doch gerade nicht letzter, oder? I don't get it. Wahnsinn. I don't get it. Ich weiß gerade wirklich nicht, was ich machen soll. Ich hab die Rallye Chile geskippt in der Hoffnung, dass es besser wird. Aber nee. Einfach schlimm. Sonst bin ich damit eigentlich wieder zufrieden. Yes. Yes. Und rein in die letzte Stage. Come on,
bitte, oh, 17 Kilometer. Bei 17 Kilometer kann ich theoretisch sogar noch Erster werden, overall. Aber aktuell fühle ich mich mit, hier kann ich noch richtig dick Letzter werden. Oh je, Mini. Oh je, Mini. 5, 4, 3, 2, 1, los! 100 rechts, 5 innen halten. Und links 4 Oh, lang, innen halten, 14. macht auf. Und rechts voll, lang, macht zu, 5. In links 5, macht auf, nicht schneiden, 100. Links 4 kurz, in rechts 4 Oh, macht zu. Pfütze. Wahnsinn. Und links 4 kurz, macht zu und links 4. Rechts voll über Kuppe, macht zu, 5 kurz, in links 3. Und rechts 4, in links 3 kurz. In rechts 3, macht zu, uneben und links 3 Box. kurz. In rechts 3 kurz und links 4 kurz, 30. Rechts 3, innen halten, in links 3, macht zu, nicht schneiden. Und rechts 4, macht zu, Verengung 40. Ey, die Pfützen sind wirklich schlimm. Rechts 6 und links 5, Überkuppe. Und links 4, kurz, in rechts voll 60. Und links 3, in rechts 3, Mittel, macht zu. Achtung! Okay, so schnell konnte ich nicht bremsen. Ich habe einfach ganz nah links gelenkt, das Links Auto 3 wollte macht nicht. auf und rechts voll macht zu. Und links 3 innen halten. In rechts 5 Mittel. In links 5 macht zu. 4 in rechts 5. Oh. Links 4 über Bodenwelle 40. In rechts 5 macht zu, 4 kurz, in links 5 sehr lang macht zu, 40. Achtung, Schikane links bei Abzweig bergauf macht auf 50. Oh, oh. Bremsen, scharfe Haarnadel links und links voll 30. Rechts 3 kurz, in links 3 kurz, über Abzweig, scharf bremsen für scharf rechts über Schotter und rechts 560. Okay, aber ja auch schon wieder genug Straße. Aber ich glaube, jetzt wird es richtig gut. Rechts 4 macht auf, nicht schneiden, lang. Und Achtung, links 5 über Bodenwelle hängt nach außen 40, links 6 und Achtung, scharf links, scharf schneiden. Rechts voll und Cutting. Verengung uneben 40. Rechts 5 macht zu 50. Rechts 3 nicht schneiden und links 5 lang Sprung über Kuppe 60. Achtung, bremsen links 3 über Sprung innen halten und rechts 4 nicht schneiden innen halten. Oh oh. Links voll lang Das ist der Abschnitt. Über Kuppe in rechts 3 innen halten. Kurz Übersprung und bremsen für links 3. Achtung! Oi, oi, oi. In Kuppe für rechts voll 40. Achtung, links 3 kurz, macht zu, in rechts 4 nicht schneiden, mittig halten. Und Verengung, Sprung 50. Rechts 4 kurz, in links 5 uneben. Und rechts 4 sehr lang, macht auf durch Tor. Und rechts halten, Übersprung in links 4 kurz, hängt nach außen 50. Und links 4 sehr lang, nicht schneiden, uneben. Und rechts 3, Mittel, macht zu, über Bodenwelle 20. Haarnadel rechts, nicht schneiden, in links 1, nicht schneiden. Rechts
5 über Bodenwelle halten in links 4. Rechts 1 und mittig halten für links 3 sehr lang über Kuppe macht zu. Oh, oh. Das habe ich kaum gesehen. Ich konnte nichts dagegen machen. Ah, oh, no. Rechts 5 macht zu 3 Mittel, keinesfalls schneiden, mittig halten. Ah, wie mich das Wasser auch ausbremst. Auf 30. Ich habe doch schon Upgrades dafür drinne. Bodenwelle in rechts 5 uneben und links 5 macht zu durch Tor. Und rechts 5 hängt nach außen über Bodenwelle 30. Und Achtung, Sprung mittig halten in links 4 über Sprung. Und links 5 macht auf. Achtung, rechts 4. 40 Sekunden. 40. Achtung, what rechts 5 innen halten über Sprung 30. Und links 4 innen halten 30. Oder wird diese KI-Zeit hochskaliert? Also die Performance der KI wird das besser skaliert, weil ich mit 70% Motorleistung fahre, dass sie ja sagen, ja gut, wenn ich eh langsamer fahre, dann müsste die KI theoretisch bei einem heilen Auto schneller fahren. Und deshalb, wenn die Zeiten hochskaliert, kann das sein? Ich würde dem Spiel das auf jeden Fall zutrauen. Kuppe 40. Achtung, links 4 kurz über Bodenwelle und Sprung 30. Rechts voll 40. Links 5 kurz in rechts 3 uneben über Kuppe macht auf lang 40. Rechts 5 macht auf lang 60. In Bodenwelle und rechts 4 kurz macht auf, Mittel in Achtung, scharf links macht auf. In rechts 5 macht auf, Mittel und macht zu, bremsen. In Achtung, links 3 für rechts 3. Und Kuppe in Achtung, links voll macht zu, 440. Rechts 1 in links voll. Und rechts 4 macht auf über Bodenwelle in links 3, links halten über Kuhle. Wow! Oh. Oh, ich dachte, ich könnte noch mit kompletten Vollgas da den Baum ausweichen. Links 4 kurz in rechts 4 macht zu. Aber bis dahin fand ich das jetzt eigentlich nicht so schlecht. Vom Fahren her. Deshalb wundere ich mich über diesen so shit, so großen Rückstand. In Achtung, links voll macht zu 4 über Bodenwelle 40. Spaß mit Flaggen! Bremsen für scharf rechts bei Abzweig durch Tor. In links 4 und rechts 5 Gefahr macht zu über Kuppe. Für links 5 in Bodenwelle über rechts 3 50. Rechts 5 innen halten macht zu. In links 3 macht auf. Und rechts. Dann nehmen wir den Wallwipe mit. Durch Tor. Achtung, scharf bremsen für scharf links glatt, Verengung durch Tor und rechts 3 in links 3 nicht schneiden. In Achtung, Sprung in oh mein Gott. Nadel rechts nicht schneiden macht auf. Ich wurde gerade gefühlt schneeblind, nur statt Schnee waren es rote Flatterbändchen. Ich habe überall nur rote Flatterbändchen gesehen. In rechts 3 übersprung und links voll in rechts 5 kurz
Achtung, links 4 durch Tour in rechts 4, sehr lang, macht zu, über Kuppel. In links 5 kurz, in rechts 3 kurz, macht zu, über Kuppel. Und links 3 kurz, bremsen 30. Links 4 nicht schneiden, über Asphalt, in rechts voll, macht zu. Und links 4 kurz, in rechts 5 kurz, bremsen. Es ging gut, es ging so lange gut, es ging zu lange gut. Für scharf links nicht schneiden über Schotter und rechts 4 kurz 80 über Bodenwelle. Gefahr, scharf rechts nicht schneiden und links 2 kurz leicht schneiden. Und links 6 in Abgrund. 50. Oh Gott. Wer kann mir nicht alles voll ansagen, mit links voll, rechts voll, dass ich da Vollgas fahren kann und dann direkt in die Viererkurve instant reinzukarten? Das geht doch gar nicht. Also, come on. Da komme ich jetzt wirklich. Also, ich glaube, bei diesem Move war ich jetzt echt fein raus. Rechts voll durch Tor über Schotter und rechts 4 innen halten. Und links 3 kurz 30. Bremsen, links 1 bei Abzweig 50. In rechts 5 macht zu 50. Links 4 keinesfalls schneiden 50. Rechts 4 und links 3 Mittel macht zu innen halten. In rechts 4 innen halten. Links 3 macht auf durch Tor 100. Links 4 kurz leicht schneiden 80 und bremsen rechts 3 kurz macht zu Übersprung. Links voll innen halten macht zu 40. Kuppe in rechts 5 lang macht zu. In links 5 über Kuppe. Und rechts voll macht zu 4 macht auf über Bodenwelle. Ich glaube, ich muss das Design wirklich nochmal wechseln. Mit diesem Design habe ich wirklich kein Talent. Es liegt am Design, ganz klar. Und auch hier bin ich wieder fein raus. Mittig halten, Sprung über Kuppe und rechts 5 macht zu 4 lang zum Ziel. Weg mit den Flatterbändchen. Ja, also nächstes Mal. Nächstes Mal gibt es ein neues Design. Ei. Das war wirklich nicht so schlecht gefahren, fand ich. Aber da trotzdem 30 Sekunden hinter dem Vorletzten zu sein, ist schon ein bisschen verrückt, finde ich. Also ich glaube, die KI ist hier wirklich von Rallyland zu Rallyland wirklich stark anders. Naja, ein bisschen enttäuscht und ein bisschen geknickt. Geht's weiter? Aber das kann doch nicht sein, dass wir so einen Abstand hatten. Also ich habe jetzt nochmal die komplette Replay mir angeguckt. Das kann doch nicht sein, Leute. Aber hatten wir nicht... Was ist mit Belgien passiert? Hä? Belgien? Was ist das denn hier für eine Anzeige? Ich glaube, die Anzeige ist Quatsch, die hier angezeigt wird. Weil ich habe ja die Rallye, wie hieß sie nochmal? Chile, es war Chile. Wir sind Chile gefahren und dann Wales. Aber Belgien wird als Chile also sind wir nicht Belgien gefahren, sondern Chile, also ja, offensichtlich sind wir nicht Belgien gefahren. Aber Chile wird dann mit einer belgischen Flagge angezeigt. Hab mich schon gewundert, weil ich hatte eigentlich mega Bock auf Belgien, weil es ja ein neues Rallye-Land war. Und ich weiß nicht, ob es jetzt auch im Spiel die Stage gab oder gibt oder geben soll. Aber die WRC hat ja auch schon einen Teil der Spa-Francorchamps-Rennstrecke befahren.
Obwohl wir gerade bei Rennstrecken sind, es gibt ja auch jetzt als WRC-Finale ist ja auch die Monza Rallye. Sprich, sie fahren halt in Monza. Auf der Monza-Strecke, auf der Historic-Steilstrecke und ein bisschen drumherum. Gibt es die eigentlich im Spiel? Ich glaube nicht. Hoffentlich noch nicht, weil noch nicht heißt ja, dass es dann vielleicht kommt. Also noch nicht heißt, dass es kommt. Naja. Was ist denn das nächste Rallye-Land? Ach, das sehen wir ja gar nicht. Die Anzeigen sind ja eh für den Arsch. Aber ich glaube, wir können schon mal Schulden bezahlen und Crewmates austauschen. Und nächstes Mal gehst du mit der, ja, einer der bekanntesten Rallye-Lackierungen weiter. Namens, hier, Camblock Hoonigan-Lackierung. Ist das nicht was? Vor allem, wir verkacken jede Rallye. Und trotzdem haben wir 600.000. Warum? Was machen Sachen? I don't get it. Und eieiei. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Aber das nicht. Nun. Was wollen wir denn machen? Was ist RC? Erhöht die erzielten Reputationspunkte. Ja, warum nicht? Ich glaube, das haben wir dringend nötig. Was haben wir hier unten noch? Scheinwerferhaltbarkeit, nee, das ist super unnötig. Hier ist schneller Tausch, das brauchen wir nicht. Verschleißharte Reifen brauchen wir auch nicht. Wir haben die ganze Zeit eine Herausforderung mit: Fahre auf gar keinen Fall harte Reifen, sonst wirst du erschossen. So in der Art. Optimiertes Motormapping reduziert den Verschleiß ohne Leistungsverlust. Ja, das sollten wir auch machen. Das ist ein bisschen clever. Und sonst würde ich mal sagen, wir sind durch und. Oh, wo will ich hin? Ich will hier hin. Nächstes Mal, der Mechaniker zeigt schon drauf. Dieses Design geändert. Komm, Mechaniker, zeig nochmal drauf. Ich weiß, dass diese Animations-Loop-Abstände relativ gering sind. Man kann hier gefühlt schon wieder von drei runterzählen. Nämlich 3, 2, 1, zeig drauf! Okay, zeig noch nicht drauf. Come on, ich will noch einmal, dass er da drauf sagt. Genau, dieses Design da. Das wird in der nächsten Folge anders aussehen. Von daher, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Positive-Wertung da und ich bin nochmal raus, haut rein, bye bye and have a great time. Bye, have a great time.